Diversität an einer Hochschule bedeutet für mich auf jeden Fall die Förderung von Chancengerechtigkeit. Das heißt, Diversität oder Diversitätsstrategien nicht nur als Management-Tool zu nutzen, sondern wirklich auch konkrete Handlungsbedarfe zu ermitteln und daraus dann Handlungsempfehlungen abzuleiten und im letzten Schritt dann umzusetzen. Das Diversity Audit wird vom Stifterverband seit einiger Zeit für Hochschulen durchgeführt. Und das ist ein Organisationsentwicklungsprozess. Also es gibt eine Lenkungsgruppe und die soll so ein Stück weit die Welt der Hochschule repräsentieren. Es geht darum, dass man Prozesse entwickelt, sich weiterentwickelt, sich erstmal eigene Ziele setzt im Hinblick auf Vielfalt, Umgang, Gestaltung von Vielfalt und dann Wege beschreitet, vielleicht auch Wege erfindet, wie man den Umgang mit Vielfalt sinnvoller gestalten kann. Wir haben heute evaluiert, was wir die letzten 2,5 Jahre gemacht haben. Wir haben uns 6-mal getroffen in 2,5 Jahren, haben konzipiert, haben eine Strategie erarbeitet und heute war sozusagen der Projektabschluss. Wir konnten hinter einige Dinge einen Haken setzen, sowas, dass wir die Diversitätsstrategie erarbeitet haben und beispielsweise in der Zukunft einen Beirat für Diversität auch einrichten werden. Und ansonsten gibt es noch ganz viele andere Maßnahmen, die jetzt sozusagen in die Umsetzung überführt werden. Eine ganz wichtige Sache ist, dass ich für mich gelernt habe, dass Diversität halt kein Luxusthema ist oder kein Luxusproblem ist, mit dem man sich beschäftigt, wenn man gerade Zeit über hat, sondern dass es ein unglaublich wichtiges Thema ist, was uns alle angeht an der Hochschule. Diversität für mich an der Hochschule bedeutet die Befähigung, mit Komplexität umzugehen. Auf jeder Ebene. Viele Erkenntnisse über unsere Hochschule nehme ich mit, aber gleichzeitig natürlich auch einen vollen Aufgabenzettel. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die wir wollen, gemeinsam wollen, und die müssen wir jetzt angehen. Das heißt, die Umsetzung steht jetzt an. Ansonsten hat man immer im Einzelnen auf etwas reagiert oder hat versucht, Anpassungen in gewissen Bereichen zu machen. Aber das einmal zusammenhängend zu betrachten und damit tatsächlich eine Leitlinie für die Zukunft zu haben, das ist etwas, was ich als sehr wichtig erachte.